Das ist Uli. Uli ist Chef. Und seitdem Uli da ist, hat sich einiges verändert. Die Geschäfte laufen gut und das Unternehmen wächst und wächst. Es kommen ständig neue Mitarbeiter dazu. Und natürlich braucht jeder einen Schlüssel. Bei so vielen neuen Mitarbeitern und Schlüsseln verliert Uli schnell den Überblick. Wer hat nun welchen Schlüssel bekommen? Und haben ausgeschiedene Mitarbeiter eigentlich ihren Schlüssel wieder zurückgegeben? Uli merkt schnell, dass die gesamte Schlüsselverwaltung längst ein großes Chaos ist. Und jetzt berichtet Facility Manager Frank ihm auch noch, dass mal wieder ein Schlüssel verloren gegangen ist. Da platzt Uli der Kragen. Was das wieder alles nach sich zieht. Ein Riesenaufwand. Und natürlich ist die Sicherheit im Gebäude gefährdet. Uli fragt sich, ob es hier nicht eine andere Lösung gibt. Frank hat sich schon mal schlau gemacht und stellt Uli Tectic von Abus vor. Tectic ist ein elektronisches Schließsystem, bei dem genau festgelegt werden kann, wer, wann und wo Zutritt erhalten soll. Dank der breiten Auswahl an Türkomponenten können alle Türen und Zugänge von Ulis Unternehmen bedarfsgerecht ausgestattet werden. Und das ohne Kabel ziehen oder Strom verlegen. Zusätzlich bietet das System eine leicht verständliche Software. Der gesamte Schließplan lässt sich somit schnell und einfach verwalten. Über das Dashboard werden alle Systemmeldungen auf den ersten Blick angezeigt. So, aber wie funktioniert Tectic genau? Nehmen wir mal Lisa als Beispiel. Lisa arbeitet im Vertrieb. Sie darf alle Gebäudeeingänge, Meetingräume sowie natürlich ihre eigene Bürotür öffnen. Und das an allen Arbeitstagen von 7 bis 19 Uhr. Lisa erhält einen Transponder. Ihre Berechtigungen sind dort abgespeichert. Jeden Morgen, wenn Lisa zur Arbeit kommt, öffnet sie den Haupteingang. Dort ist ein Update-Terminal installiert, das direkt mit der Software verbunden ist. Und hier aktiviert Lisa auch ihre Zutrittsberechtigungen für ihren Arbeitstag bis spätestens 19 Uhr. Und wenn Lisa nun ihren Transponder mal verliert? Kein Problem. Frank kann Lisas Transponder nun aus dem System löschen. Die Software synchronisiert sich in Echtzeit mit dem Update-Terminal, sodass das erneute Aktivieren von Lisas Berechtigungen zum Beispiel am nächsten Tag nicht mehr möglich ist. Was ist aber, wenn beispielsweise bei einem Mitarbeiter sofort alle Türen verschlossen bleiben müssen? Dann kann Frank entweder mit der Tectic Admin App oder mit einem speziellen Systemtransponder alle Türen ablaufen und die Zutrittsberechtigungen für einen Mitarbeiter wie Lisa direkt entziehen. Uli ist begeistert. Kein Schlüsselchaos mehr, schnelles Einrichten neuer Zutrittsberechtigungen und auch wenn mal ein Transponder verloren geht, ist die Sicherheit im Gebäude schnell wiederhergestellt. Aber bietet Tectic noch mehr? Aber selbstverständlich. Mit jedem Präsentieren der Transponder am Update-Terminal werden gleichzeitig Zutrittsprotokolle an die Software übertragen. Bei einem unerwünschten Ereignis in Ulis Unternehmen kann er nachschauen, wer wann und wo Zutritt hatte. Zusätzlich werden auch Systemmeldungen wie eine schwache Batterie an die Software gemeldet. So kann Frank das System zuverlässig warten und braucht sich um den reibungslosen Betrieb der Anlage nicht zu sorgen. Und auch wenn Frank mal im Homeoffice arbeitet, hat er jederzeit Zugriff auf das System und kann alle Änderungen über die Software vornehmen. Ach ja, und auch ein weiteres Gebäude an einem anderen Standort kann Frank in einem System verwalten. Uli ist überzeugt. Tectic ist so flexibel, dass einfach alle Zutritte organisiert werden können. Und das auch in der Zukunft, wenn sein Unternehmen weiter wächst. Abus Tectic. Einfach Zutritt organisieren.